Moin Moin und hallo, wir bekommen wieder viel Spaß mit dieser Folge. Mitten im Ending hat es geendet. Heute, es geht weiter ohne Jane, die wurde in der letzten Folge verschleppt, so wie... Ich habe mal in Flucht geschlagen. Hiermit! Okay! Ich hab's gefunden und alles gut. Ich bin... Oh, Michael Myers ist Geschichte. Ich bin wieder da. Okay, gut. Die Schule. Sie kehrt zurück wie Tröpfchen. Halloween ist vorbei. Du Spast. Es geht los. Ich bin bereit. Gut. Kannst du den klugen Moment für dich behalten? Ja. Und ich dachte, ich hätte dir gesagt, dass du die verdammten Laternen abstellen sollst. Ist die abstellen? Oh, ich muss den Controller auch anmachen. Oh, es hilft. Hast du vergessen? Ich hab gar nichts vergessen. Ich war draußen mit... Ich hab's fast vergessen. Du hast vergessen. Mit dir hab ich nicht mehr gerechnet. Ich kann die verdammt nicht normal abschalten. Es geht sich auch gar nichts an, was ich tue. Ich bin eine erwachsene Fee. Wenn Sie sagen, dass wir nach Ihren Innereien sehen sollen, was heißt das denn genau? Sie meinen, wir sollen da rein und umschauen? Hier geht was Komisches vor sich. Etwas, mit dem ich nichts zu tun haben will. Er stellt sich auch an. Ja. Nun, es ist so, dass sie kommen nicht raus. Was? Die kommen nicht raus. Die Feenlinge, meine ich. Ich gebär sie alle. Ich bin immer die Mutter aller Feen. Und jetzt sind ein paar drin, die schon vor einer Weile hätten rauskommen sollen. Aber nichts da. Kein bisschen. Und so langsam verzweifle ich. Ich glaube, ich verstehe nicht ganz. Okay, hast du. Es ist nämlich so. Meine Mama hier zieht alle Feenlinge, also Babyfeen, damit du es auch verstehst, in ihrem Bauch groß. Und wenn sie groß genug sind, ploppen sie raus. Aber da drin ist es so warm und gemütlich, dass die kleinen Schätzchen manchmal nicht rauskommen wollen. Ich habe ja schon so einiges an seltsamen Zeug gehört, aber das, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich weiß, Schatz. Es ist seltsam, dass sie nicht rauskommen. Er redet nicht über die Feenlinge, Mann. Wie auch immer, die Sache ist, um in die Mami reinzukommen, zu gucken, was los ist mit den Feenlingen, müssen wir erstmal was anderes erledigen. Genau, ihr müsst mich zum Lachen bringen. Süß. Mach einfach den Mund auf. Ja, und wir springen rein. Wie bitte? Der einzige Weg in Mamas Bauch führt durch ihren Mund. Aber er ist so gewaltig, dass ich ihn kaum lange genug offen halten kann. Außer, wenn sie ihn lacht. Ah, okay. Warum bringst du sie da nicht einfach zum Lachen, Tröpfchen? Red kein Mist, Mann. Ich bin seit Jahren nicht mehr im Geschäft. Ich bin Bellerich, weißt du? Nur neues Material. Sein Programm hat echt einen Bart. Also können wir nicht helfen. Na egal, wir wollten sowieso nicht auf dieser Insel hier. Dann machen wir uns jetzt einfach vom Acker, oder? Nein, das werden wir nicht tun. Tröpfchen, wir müssen etwas unternehmen. Da hast du recht. Mach mir echt Sorgen um die Feenlinge. Gehen wir zurück und schauen uns um. Nach wem der die alte Dame zum Kichern bringen kann. Aber wie? Ich verstehe nichts von Humor. Der Gecke, ey. Denk ich gar nicht. Tja, im Feenhaus gibt's ein berühmtes Kabarett, wo wir unsere Feen unsere erste Erfahrung als Komiker sammeln. Nennt sie Maulschau. Und weil ich ein paar von den Jungs alles beigebracht habe, was sie wissen, helfen sie uns sicher gern bei unserer lachhaften Aufgabe. Aber wenn sie alles wissen, was du ihnen beigebracht hast... Dann hat ihr Programm Bart. Ja. Du warst ihr Lehrer? Das muss ich sehen. Hm. Wunderbar. Auf geht's zur Maulschau. Danke, ihr Schätze. Ich zahle auf euch. Guck mal, was der Obel noch hat, diese Spitze. Blub. Ein Berg oder ein Leuchtturm. Leuchtturm. Und vieles zurück. Yay! Okay, das war ja okay. Die Mama ist irgendwie lustig. Lass mal das Dorf erkunden. Kiste! Ja, wir wollten ja eh zu der Kiste. Wollten wir zu der Kiste oder wollten wir nicht zu einer anderen Kiste? Nein, wir wollten noch zu einer anderen, oder? Wir sind jetzt aus einer anderen Richtung zurückgekommen, deswegen sah das so aus. Da ist die Mama. Kam von da? Nein. Nee, die kam von da. Und das war die Kiste und dann kam aber schon die Katze. Nee, von der Mama nicht, oder? Nee. Da müssen wir hin. Kam von unten, das war nicht die Kiste. Doch, die Kiste war es auf jeden Fall. Nee, aber die haben wir doch vom anderen Screen aus gesehen.
Wir kommen da gar nicht lang. Ja, dann kamen wir von da. Es sah nur anders aus. Wir sind noch nicht über eine Brücke gelaufen. Nein, sind wir auch nicht. Es sah alles irgendwie ein bisschen anders aus. Aber... Oh. Jo. Da. Da, diese Kiste wollten wir. Vielleicht. Sag, das war nicht unsere Kiste. Ich Burger. So, fangen wir vorne an. Ein Kunde kaufen. Das kennen wir. Neuer Clown, wenn gar nicht schlecht. Wir werden arm. Ja, wir können auch nicht jedes Mal Waffen kaufen. Wir müssen ja auch mal Sachen craften und so, ne? Mit unserem komischen Kessel. Wir werden arm, wie du das sagst. So. Ich würde das gern holen für über Einike. Naja, das ist schon ganz schön teuer. Das ist aber ein ziemlicher Boost. Von 10 bei beiden. Weil die anderen kosten, das kostet alles so viel. Ja, keine Waffen im Moment. Nicht. Nee. Hat irgendwer... Nach dem Rambock wäre das schon nicht verkehrt, ne? Das Ding wäre halt auch krass, ne? Ja, aber das ist echt teuer. Ja, ich weiß. Das macht aber viel. Von der Klaue, oder? Ja, willst du nur Klaue für den Rambock noch holen? Ja. Der hat ja schon einen drin, aber wie macht das zu wenig? Das macht... Ja, 6. Ja, stimmt. Egal, vergiss es. Lassen wir erstmal weg. Ja. So. Da kann man... Ah, Aufgaben. Oder? Nee, das ist nur... Das ist da um die Ecke. Was haben wir denn hier? Das ist der... wer bist du denn, du? Was kann ich tun? Okay. Also, das leuchtet. Unser Amulett leuchtet. Dann können wir noch ein bisschen Dings... Schokolade? Kaufen? Nee, sowas kaufen wir nicht. Ich meine eher so Sandwiches oder so ein paar. Ja, können wir machen. Nur so 5, dass wir eine Grundbasis haben, jetzt mal eng wird. Sagen. Genauso wie... Ich würde auch 2 Phönixfedern kaufen. Eine reicht. Hauptsache. Wir brauchen sie eh, also den Rest haben wir. Ich darf nochmal 5. Kaffee ist so viel zu teuer. Ah, es leuchtet hier. Hast du das? Ich musste dir Dings holen. Herz empfangen. Oh, ich musste nur erstmal. Das war der falsche, okay. Prost, Vanillepudding. Oh mein Gott. Das ist der gerade ja, ne? Du willst probieren? Das tropft der Mut. Ah, deswegen müssen wir erstmal anlabern und wenn ja, der, dann springt der automatisch. Wir kriegen Mut. Oh. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass es so ein bisschen gerade dass es. Oh, ich kann nicht reden, ne? Dass es so ein bisschen nicht mehr wichtig ist mit diesem Mut und so. Es ist ja jetzt. Ich meine, wir sammeln es jetzt ein und wenn mal jemand kommt, dann geben wir ihm das. Aber im Moment so storymäßig hat es ja... Nee, storymäßig ist es vollkommen egal. Es ist ein bisschen schade, dass wir das so außer Acht gelassen haben. Da ist das Eimer-Ding. Da ist übernachten, da wollen wir nicht hin. Nicht, ne? Ist auch irgendwas randommäßiges. Kannst du mal bei dem Auftraggeber gucken. Ah, der da müsste es sein, ne? Ja. Ah ja, was haben Monsterjagden? Die sind alle im Gange. Da müssen wir nochmal hin. Guck mal, was du jetzt. Achso. Wie viele Stempel haben wir noch? Keine mehr. Ich habe aber das zum Beispiel geholt. Ach ja. Aha, deswegen habe ich keine Feinde. Genau, ich wollte gerade sagen, ich hatte da was. Und ich habe das auch geholt. Wann kommt das unten? Ich weiß es nicht. Fragezeichen. Keine Ahnung. Auf nächstes holen wir uns das da einfach. Vielleicht. Nur mal gucken. Brauchen wir das eigentlich nicht, aber. Ich sage ja auch. Vielleicht kommt die Reihe erst, wenn wir alle durch haben. Das ist das die Anschlagstafel hier? Ja. Guck, Taubentrieb. Wir brauchen auch noch hier die Zutat Würze des Lebens. Ja. Und Enthusiasmus wieder. Erst wenn wir Enthusiasmus haben, können wir weitermachen in der Storyline. Pumpe, Wette, Schmalzfasten. Schmalz. Zurückhaltung. Na. Vor Enthusiasmus.
Naja, farmen wir erstmal das Dorf ein bisschen ab. Hm. Ich glaube, das ist eins der sinnvollsten Sachen, die wir machen können. Hast du geguckt eigentlich auf die Aufnahme? Wann wir angefangen haben? Ja. So gegen 50. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier mit 10 Minuten drin sein. So. Oh, da mussten wir hin. Ach ja, das ist Kabarett. Ja. Ne, wenn das nicht meine alten Freunde Jin und Jan sind. Wie läuft's, Jungs? Du musst entweder sagen Jin und Jan oder Yin und Jan, weil sonst ist es blöd. Ja, Yin und Jan. Yin und Jan. Trumpfjung. Wie läuft's, Mann? Lange nicht gesehen, oder? Lassen wir das Geplänkel, ihr Faulpelze. Was macht ihr denn hier? Ich habe euch doch losgeschickt, um Schara zu bespionieren. Zu bespionieren. War richtig, ja. Auszuspionieren. Ausbespielen? Ach du Scheiße. Oder? Nun ja, brauchst du verhalten. Wir sind nur kurz heim, um ein bisschen Geld zu beschaffen für unsere Spionierei, ne? Wir haben uns die Ellbogen gut gerackert, Mann. Haben uns super Innovationen geschafft. Was war's denn noch gleich? Also, Shada hat. Was hat Shada, Mann? Spuck's aus! Der hat Hörner auf der Rübe, echt? Das weiß ich doch schon. Der hat ja leibhaftig vor mir gestanden. Also diese Informanten, die du als Puppe gekriegt hast, Tröpfchen, die stammen von... Richtig, Olli. Jin und Jan waren hier meine Augen und Ohren an der Front. Hast einen neuen Lehrling dabei? Wie läuft's? Ich bin Jin von Jin und Jan. Die sind ja noch Grund unter den Ohren, Mann. Und der hier steht aus, ob er einen Kleiderschrank den Schnuller klauen würde. Ach, dem Kleinkind. Aus dem Kleiderschrank. Was hast du denn gelesen? Kleiderschrank. Kleiderschrank, den Schnuller. Oh Gott. Ja, der macht einen Witz auf die Klamotten. Bah, du mieser Kleiner. Nimm's dich persönlich, Mann. Das ist deren Masche. Die ziehen immer diese gute Bube, böse Bube Nummer ab. Was hast du den ganzen Tag so dämlich zu grinsen wie das Dumpfbacke hier? Wie auch immer, nett euch kennenzulernen und so. Oh ja, auch schön euch kennenzulernen. Sind das die Feen, die du unterrichtet hast, Tröpfchen? Können die uns nicht helfen, deine Mama zum Lachen zu bringen? Oh ja, ist das Mindeste, was ihr tun könnt. Wo ihr die Sache mit dem Spioniersen dermaßen verbockt habt, ihr wisst, dass Mama mit Fehlingen vollgestopft ist, oder? Ehrlich? Das ist schlimm. Wovon haben wir nichts gehört, Mann. Wart mal kurz, ihr zwei. Jetzt kapier ich. Was ist denn, Tröpfchen? Die Sache ist folgendermaßen. Wir sind jetzt schon so lange hier und keiner von den beiden hat auch nur einen einzigen guten Witz gebracht. Es ist schlimmer, als ich dachte. Mann, die sind... Die sind humorlos. Hä? Müssen Humor besorgen. Ach, das ist es also. Ich hab mich echt gewundert, was mit uns los ist, Mann. Typisch, dass du was merkst, Tröpfchen. Hast echte Adleräuglein, Mann. Wartet einen Moment. Versteht irgendwer, was diese Wahnsinnigen da bereden? Oh ja, pass auf, das ist so. Feenherzen sind aus einer Mischung verschiedener Arten von Humor. Humorstücke nennen wir das. Noch was Neues. Du meinst... So wie die Stücke des Herzens, aus denen menschliche Herzen sind? Naja, ist nicht genau dasselbe, aber als Beispiel funktioniert es vielleicht. Wie auch immer, wenn wir so ein Humorstück verlieren, werden wir humorlos. Ist es so, wie wenn Menschen ein gebrochenes Herz haben? Nee, Mann, echt nicht. Was soll denn das immer? Ist was total anderes. So hört sich's aber nicht an. Leute mit gebrochenen Herzen benehmen sich plötzlich seltsam. Humorlose Leute sind viel schlimmer dran. Die hören auf, lustig zu sein. Total schrecklich, oder?
Ich weiß nicht recht, ob ich das verstehe. Ich verstehe. Das heißt, dass wir in Schwierigkeiten sind, oder? Weil wir deine Mama zum Lachen bringen müssen. Mama zum Lachen bringen? Du machst Witze, oder? Wir können nicht mal Lachi-Lachsack nach einer Überdosis Lachgas zum Lachen bringen. Mann, es geht einfach nicht. Ja, Mann, wir wollten ihm noch eine Ladung verpassen, aber dann ist ihm schlecht geworden. Schade, wir dachten zuerst, dass er den Mund zum Lachen aufmacht. Nicht so wie du. Ihr zwei seid zu gar nichts zu gebrauchen, aber ihr seid halt humorlos. Na gut, wir helfen euch. Ja, super. Du bist echt eine Legende, Mann. Wenn wir nicht bald wieder lustig werden, müssen wir uns trennen. Stell dir das mal vor, nach 70 Jahren. Wie trennen? Das war ich verrückt normal zum eins zum ersten Mal. Du hast recht, Tröpfchen. Wir sollten ihm helfen. Genau wie du und Oliver mir geholfen haben. Schick, dann steht's fest. Sammeln wir alle Humorstücke ein und geben den Jungs eine Spaßinfusion. Super, Tröpfchen. Du willst nicht, dass wir uns trennen, oder? Warum fängst du denn immer wieder mit damit an, Mann? Wir haben sowas echt nie besprochen. Der Arme. Also, Olli, geh mal auf Humorstückjagd. Ich nehme mal an, dass 8 reichen. Klingt das in etwa richtig? Kommt schon, erledigen wir das. Wir können nicht zulassen, dass sie sich trennen. Wie oft soll ich es noch sagen, Mann? Wir trennen uns nicht. Wir sind ja putzig. Guck mal, Lachi, der Lachsack. Hm. Aha. Hm. Guck mal da. Humor. Konbawa. Das haben wir zum Wachsen bringen, aber die spießen noch nicht einmal. Spießen, was? Das ist ein Trick auf Lager. Samen sprießen. Hä? Wir müssen jetzt einen Zauber wirken. Wachstumsschub. Och, nicht mal irgendwas Cooles. Was passiert dann in der Nähe oder was? Mhm. Ja, Humor bekommen. Danke. Hä? Wir machen einen Trick, damit der uns Humor gibt. Nee, wir helfen ihm bei seiner Arbeit, damit er uns ein Humorstück von sich aus gibt. Okay, weil irgendwie fand ich es gerade komisch. Da ist eine fette Truhe. Können wir die auch mal? Mit Dings? Ja. Ja. Warte mal, Humorstücke, jo, fegt sich. Was? Du hast halt den Text, der wichtig war, direkt weggedrückt. Alles andere hast du dir angeguckt, aber den, der wichtig war, hast du direkt weggedrückt. Irgendwas mit Fegen. Haben wir irgendwie Wind? Alte Pracht. Nee. Zauberbesen. Fegt sich, hat das gereicht. Das haben, ne? Das ist unfassbar. Mehr wir nie benutzen, außer für sowas. Ah, ist aufgestanden. Komm zu Papa. 2 von 8. Im Waffenladen gibt's noch einen. Mhm. Aber den nehmen wir auch gekriegt mit. Der Hase. Ah, nee, diese kleinen Viecher sind das immer, glaube ich. Nein, der Hase. Das ist echt der Hase. Ja, Mann, ist der Hase. Das ist echt der Hase. Ja. So. Essen. Nicht, das Zeug, das hier ist einfach nur Müll. Das ist ein vernünftiges. Okay, essen. Das ist keine Zutat. Ja. Hm. Hm, der Kappen, Humorstück, ja, danke. Nein.